Üblich erhöht Fehlrate der Dings. Was war da drinne gewesen auf dem einen Spot? Habe ich echt mehr Schaden durch Pflanzen da reingemacht? Gibt's das überhaupt? Mit dem Kaukohl? Der Schaden durch alle Pflanzen? Nee, nee. Fellrate. Expelliarmus. Ich finde, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Fellrate, Expelliarmus, der Schande verfluchte Zähne. Wende. Der Schaden gegen verfluchte Ziele. Ich hatte verteidigungsmäßig nichts. Wie findet, sie haben hier große Fortschritte gemacht. Gibt der Schaden durch alte Magie, das könnte man noch einmal. Ja, das haben wir auch rein. Also Magie, mehr Schaden. Passt. Was fehlt uns denn noch? 6 Stück. Erheblich wird der Schaden durch alle Pflanzen. Okay. So, Upgrade muss ich mal. Upgraden das Ding wieder. Passt. Synthetisch anpassen das Ding, das hatten wir dann gesehen hier. Ich glaube, den hat man. So, das ist das Ding. So, wir haben noch einen neuen Dings. Griff. Nee, gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. So. Prozent. Jawohl. Sehr geil. Hast du geschafft. So, jetzt haben wir den letzten Besen. Funkelbesen. Und einen neuen Umhang. Bestellen Sie es. Bin jetzt nicht so nice, okay. Schuhe. Auch genau hier 100%. 97, 98%. Trotzdem fehlen mir halt noch 3 Umhänge hier, ne? Das ist halt so das Ding. Umhänge durch Herausforderungen, die wir bekommen. Sonst haben wir alle.
Das ist okay, wir haben alle Griffe. Das ist nice. Ne? Es fehlt hier noch ein Dings. Das ist in Hogsmeade, ich werde verrückt. Ein Handbuch. Wir haben alle Besen. Jawohl, das hier wundert mich. Es sind echt noch einige, 6 Stück. Jetzt noch. Umgebung, Hochland haben wir alles. Den Besen will ich mir nochmal anschauen. Was haben wir da für Besen jetzt? Was ist der hier? Nee, Windtower ist es nicht. Nee, Funkel, Funkel. Wo ist das Funkel, Funkel-Ding? Funkel, Funkelbesen. Der hat 2 Sterne davon. Das ist ja geil. Nehmen wir. Okay, dann gehen wir in unsere Vivarien mal rein. Sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. So, Leute, wie sieht's aus? Haben wir ein paar Shinies mehr oder was? Das da nehmen wir mit. So, aber sieht nicht so aus, wir haben keine Shinies mehr. Vielleicht. Okay, Freunde. Machen wir da. Das glaubt Professor Howell nie. Leute, Streicheleinheit kommt. Mein Lift platzt. Oh, jo. Ja, genau. Okay, das war auch perfekt. So, in den Platz. Das Teil nehmen wir mit. Wir hauen raus den kleinen Eiermaler. Wir werden die Shinies davon haben. Jetzt wird so das Ding. Ich pass auf dich auf. Ansonsten, die Shinies haben wir. Dumm, Shiny will nicht. Und die Dings wollen halt irgendwie auch nicht. Weil Shiny hier kommen. Ein Hörner. Ich frage mich, ob die auch irgendwann erwachsen werden. Ne? Ich tu dir nichts. So, dann nochmal rein hier alle. Batz. Rein. Ein. Schon überlegen, ob ich das eine noch nicht oben hinpacke. Wo meine Dings sind.
Phönix und so. Soll ich eine raushole? Oh Mann. Ich hab's echt shiny Einhörner gibt, ne? Den. Jetzt ist alles gut. Dodo rein und aus ihr rein. Ups. Wenn ich das Einhorn zu finden, ne? Und dann, da wo du auch die weiblichen Einhörner findest, da findest du auch die männlich. Ne? Ist halt ein bisschen Luck. So, aber eigentlich geht's. So, Leute, wie sieht's aus? Am Brett. Ich glaube, wir haben noch einen Shiny da bekommen. Zeige mal her jetzt hier. Also, wir haben Shiny Männchen und wir haben Shiny Weibchen. Perfekt. Das ist perfekt. Jawohl, wir haben noch einen Shiny Hippogreif bekommen. Zweimal Shiny Hippogreif. Männchen Hippogreif, verdammt Kacke. Männchen, Weibchen, den ganzen Gedöns. Dann holen wir raus das Männchen wieder. Das Weibchen ist. Da kann kein Shiny sein. Den kleinen Eiermaler, den haben wir auch raus. So Leute, haben wir noch ein paar Kiddies hier unten, noch ein paar Shinies auch. Ganz schnell. Let's go. Wo seid ihr? Hier. Ihr hässlichen Frösche. Das ist ein kleiner Kiesel. Oh, der sieht aber süß aus, manch. Okay. Zeigen. Der sieht so cool aus, aber es ist kein Shiny. Scheiße. Ist mal Weibchen. Zweimal. Shiny, das hängt halt, fällt halt echt nur Kniesel Shiny und Testral Shiny, der dir uns fehlt. So, den holen wir raus. Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. Den Kniesel haben wir
auch raus. Was macht der Kleine? Geht er futtern oder nicht? Egal, ich packe erstmal wieder die Kniesels hier rein. Testral und Kniesel rein. Bascht. So, Meister. Ist gut. Bascht. Raus. Und jetzt ab zum letzten Raum. Hier von einem Dings gibt ein Weibchen. Könnte schon sein. Wir haben jetzt ein Männchen im Nord der Küste. Den haben wir. Ich habe noch einen, den wir hier reinpacken können. Ist aber ein Männchen. Riesig. Krass. Mein Phönix hinten. Ist erstmal hinfläzen, lässt der Gau. Ja, jawohl. Wie so ein Hund. Ich muss auch futtern und dann wische ich auch hier wieder ab. Let's go. Gut, ich zisch ab hier. Machen wir das. Sehr nice. Findet, sie sollten stolz auf alte Gebäude sein. Gut, wir gehen zur Krypta, Leute. Wir gehen zur Krypta. Ist die Krypta? Nee. Ist bei den dunklen Künste, beim Unterrichtsraum. Gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor. Letzte Quest von Sebastian, Leute. Und durchspielen tun wir es dann heute Abend, den Rest davon. Mache ich das Ende fertig. Im ganzen Game. Beziehungsweise, wobei ich weiß noch nicht, ich werde erstmal erkunden. Das heißt, ich werde wahrscheinlich noch nicht das Ende ganz fertig machen, so. Denke ich. So. Sie ist am Boden zerstört. Sie hat euren Onkel begraben. Allein. Ich tat es für sie. Sebastian, Anne könnte es nicht ertragen, dich auszuliefern, aber... Was? Mich ausliefern? Sie hat gesehen, was passiert ist. Ich gebe dir Zeit zum Nachdenken, Sebastian. Mich ausliefern? Sebastian. Hast du das gehört? Du hast es doch gesehen. Ich wollte meinem Onkel nie wehtun. Ich weiß. Unfassbar, dass er tot ist. Wie konnte das nur so schief gehen? Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht. Oh, Anne. Ich wollte nur helfen. Ich kann jetzt nicht gehen. Anne braucht mich mehr denn je. Du verstehst es. Du kannst mit Ominous reden. Bring ihn zur Vernunft. Er hört auf dich. Ich muss zu Anne. Keine Sorge, Sebastian. Ich rede mit Ominous. Danke. Du bist wirklich ein guter Freund. Egal, wie es jetzt weitergeht. Ich bin froh, dich zu kennen. Hat er schon mal gesagt, gell? Ganz am Anfang.
Na, er haut ab. Ominous. Eine Katastrophe. Unglaublich. Nach dem letzten Treffen ging ich direkt nach Hogwarts. Bevor ich mit Black reden konnte, hörte ich von Anne. Ich bin sofort nach Feldcroft und fand sie bei Solomons Leiche. Sie war außer sich vor Kummer. Einerseits soll Sebastian die Konsequenzen tragen, andererseits erscheint es ihr unvorstellbar. Ich will Sebastian nicht verlieren, aber wir haben wohl keine Wahl. Was war denn da? Wir haben eine Wahl. Was bringt es, ihn jetzt auszuliefern? Er bereut es offensichtlich sehr. Er wird so etwas nie wieder tun. Das hat er schon oft behauptet. Aber wir müssen auch an Anne denken. Sie ist krank und hat jetzt ihren Onkel verloren. Willst du ihr auch noch ihren Bruder nehmen? Ich verstehe, was du meinst. Vielleicht hast du recht. So sehr ich glaube, dass Sebastian für seine Taten büßen sollte, würden wir damit auch Anne bestrafen. Ich hoffe, wir tun das Richtige. Ich rede mit Anne. Wenn ich es bin, stimmt sie dem Ganzen sicher zu. Danke, Ominous. Du bist ein guter Freund. Was auch vor uns liegt. Rivelio müssen es gemeinsam angehen. Das weiß ich. Was das jetzt? Nee, da wird noch was kommen. Die Sache mit dem Skriptorium hängt mir noch ziemlich nach. Nie wieder. Gut. Ich gehe jetzt mal raus. Ist der Krypta. Hä? Sebastian war immer noch hier? Der ist doch ein paar Minuten vor mir noch. Zeig mal her. Aufträge. Was ist das letzte jetzt? Hier eine Herausforderung. Kombi-Aufträge. Nee, da ist noch ein. Da ist eine Sidequest Beziehungsauftrag. Irgendwo. Oder kommt noch, keine Ahnung. Ist ja manchmal immer ein bisschen verzögert. Ich sehe jetzt erstmal keine mehr. Muss da mit Sebastian noch eine kommen. So, hier uns fehlt prinzipiell hier auch immer noch eine Truhe. Und Handbuchseite und der Miguel. Ich habe keinen Plan gewesen. Ich bin da überall durch die Gegend geeiert. Ich weiß nicht, ob da irgendwo noch ein Haus ist oder so. Oder sonst was. Aber sonst die ganzen kleinen Dörfer. Sind alle sauber, alle geklärt, alles gemacht. Das passt. Genau, und den Hogwarts halt, ne? Das ist auch kurios. Wenn wir drei Handbuchseiten, ein Demi-Guy. Ich hab keinen Plan, wo der ist, ne? Der kleine Sack. Drei Handbuchseiten, das ist schon verrückt. Das müssen Räume sein. Von unten bei dieser Krake da eventuell, da könnte was sein. Wo ich noch nicht reingekommen bin. Sonst habe ich keinen Plan. Hier noch was ist. Handbuchseite, vielleicht umgebungstechnisch noch irgendwas. Wo ich hier unten vielleicht noch nicht hinspaziert bin. Oder hier oben. Das gehört ja alles noch zu Hogwarts, das Ganze. Fast 40 Jahre und alles gemacht und dann ist man erstmal 40, muss ich auch mal reinziehen. Thank you.
Sind immer noch im Winter. Revelio. Mal kurz hier ein bisschen rumfliegen, ob ich hier noch was aufdecken kann. Zeig's irgendeine Handbuchseite eventuell, ich werde was hören. Revelio. Ist nichts. Mir wurde hier gerade irgendwie ein Dings angezeigt, ja, genau. Eine Höhle? Ich habe das beides noch nicht gemacht. Was? Jo, hier kann man sogar noch tauchen. Ne, dann war weiter. Hier oben war ich echt nicht. Legendären Sky. Confrido! Revelio. Sieht interessant aus. Confrido! Confrido! Revelio. Ja, das könnte eine von den Truhen gewesen sein. Vielleicht ist es auch wirklich so außerhalb höhlentechnisch aus. Was ich nicht habe. Können wir gleich mal gucken. Ob ich jetzt eine Dings eine Truhe mehr habe. Oh, welch angenehme Überraschung. Damit wäre das erledigt. Oh, mal gucken. Es waren ja drei Drohnen. Drei Drohnen waren es eben noch. Schauen wir mal, ob es eine weniger geworden ist. Ja, nicht das. Nein, Quatsch. Karte. Ne, es sind immer noch drei. Ah ne, das muss Schloss. Das Gelände um das Schloss Hogwarts. Mies. Echt mies. Das, die paar Sachen dann noch zu finden, knifflig. Hier die Truhe, das hatte ich ja schon. Na genau. Ich frage mich halt, wo Handbuchseiten sein sollen oder so. Jetzt gucken wir jetzt hier. War anscheinend hier auch wirklich nicht. Was knifflig zu finden ist, ist tatsächlich alle Schmetterlinge. Das auf jeden Fall. Oh, Leute, ich bin nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Revelio. Okay. Ist auch eine Truhe. Das ist Hogwarts Legacy.
So, was ist die Quest? Rebellion. Was sollen wir machen? Ah, die Pille da runterhauen, okay. Okay, moin. Wie geht das? Haben wir wieder zurückgefahren? Ey, das will mich verarschen, das Kind. Da ist ein kleiner Bug hier, oder was? So, jetzt. Rollt er rein oder rollt er nicht rein? Glaub nicht, ne? Tja, dann schauen wir doch mal, ob ich hier in der Umgebung noch was vergessen habe. Ist auch noch eine Truhe? Ich glaube, ich bin halt zu weit weg eigentlich von Hogwarts selber. Das muss ja direkt am Schluss sein eigentlich. Buchseiten, die sollten eigentlich nicht außerhalb der Dings sein. Der Mauern. Denke ich. So, ich flatter mal kurz hier rein. Hier war ich noch nicht gewesen. Was hier unten irgendwas gibt. Hier war ja Harry Potter auch gewesen in dem Film. Okay, jetzt nichts. Klar, wo diese letzten paar Handbuchseiten sein sollen. Die Handbuchseiten könnten in den Gemeinschaftsräumen von den sein, genauso wie die Truhen. Das kann sein, aber wie komme ich da rein? Das ist das Ding. Wie komme ich da rein? Müsste vielleicht einen Anzug haben, der das, dass sie das nicht, dass der das erlaubt oder irgendwas, keine Ahnung.
Oder nach dem Game, wenn man es durch hat, kann auch sein. Okay, gut. Passt erstmal soweit. Aufträge haben wir nichts mehr, außer das letzte. Die letzte Mission sozusagen. Die wir auch später wahrscheinlich vielleicht noch machen werden. Kommt drauf an. Ich werde auf jeden Fall das Ganze noch erkunden, was da fehlt. So, da werde ich hier starten. Direkt überall hier drumherum ein. Das wird nicht so lange dauern. Gut, Leute, ich bin erstmal raus jetzt. Ich komme heute Abend wieder online. Wenn man geht, weiß ich nichts. 21 Uhr oder sonst was, wenn man passt, Mann. Ich danke euch fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ob ihr auf Twitch oder Twitch habt, steht hier der Name. Ansonsten bin ich erstmal raus. Bis dann.